Der Wiesensalbei und auch die Taubnessel gehören beide zu den Lippenblütlern. Sie haben eine Oberlippe und eine Unterlippe, sagt man. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Die Oberlippe ist hier, also der obere Teil der Kronblätter. Und die Unterlippe ist das hier. So, wenn eine Biene zum Wiesensalbei fliegt, kommt sie hier, landet auf den Kronblütenblättern und streckt ihren Rüssel ganz nach innen und dort wird sie einen Mechanismus auslösen. Wie dieser Mechanismus funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich noch genauer an. Aber dafür nehme ich die Biene nochmal weg, weil dann können wir in das Innere des Wiesensalbeis schauen. Also sucht die Biene nach Nektar, wird ihr Rüssel hier drauf drücken. Und Achtung, wenn ich das jetzt gleich mache, was dann passiert? Seht ihr es? Die Staubblätter kommen nach unten. Und diese Staubblätter, da ist ja der Blütenstaub drauf, die würden jetzt die Biene bestäuben. Also dieses Stöckchen ist jetzt in dem Fall die Biene. Würde bestäubt werden. Die Biene fliegt dann weiter und würde auf eine neue Pflanze zu der Narbe kommen und dort den Blütenstaub, den sie gerade bekommen hat, ablegen und diese Blume dann bestäuben. Das ist ein super schlauer Mechanismus der Pflanze. Und da drin ist der Mechanismus. Ich kann ihn jetzt leider nicht auslösen, weil man da ganz tief rein muss. Aber wenn ihr so eine Taubnessel oder ein Wiesensalbei findet, könnt ihr das ja selber mal ausprobieren. Bei Lippenblütlern sind die Blütenblätter, die Kronblütenblätter, komplett miteinander verwachsen. Also es ist ein Stück. Wenn ich jetzt eine rausziehe, ein Blütenblatt, und zwei, dann sieht man das ganz gut. Also, das ist ein Stück, die Blüte. Und nicht in zwei Teile geteilt. Und innen drinnen in der Blüte kann man hier die Staubblätter erkennen mit den Staubfäden und den Staubbeuteln. Und zwischen den Staubbeuteln befindet sich die Narbe, also das Fruchtblatt. Lippenblütler kann man auch sehr gut erkennen an ihrem vierkantigen Stängel, also an der vierkantigen Sprossachse. Außerdem, wenn ihr euch mal die Blätter anschaut, dann ist die Blattstellung immer seitlich und dann wieder nach vorne und hinten und dann wieder seitlich. Also immer abwechselnd.